Jojojo, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Black Myth Wukong. Wir sind wieder da, wir haben gute Laune. Vorweg, sorry für die letzte Folge. Oder die letzte Session war ja eigentlich eine Doppelfolge. Oder Doppelsession. Ich war hardcore genervt. Primär, weil es echt warm gewesen ist hier. Dann gefühlt 1000 Quests, wo ich nicht mehr weiterkam. Und da habe ich mich über jede kleine Scheiße angefangen aufzuregen. Deswegen war es gut, dann irgendwie dann Feierabend zu machen. Leider hat das dazu geführt, dass ich sehr gefrustet gewesen bin und nachgeguckt habe, wie ich diese scheiß Quests da bewältigen kann. Deswegen werden wir die jetzt eine nach der anderen abhaken. Und ja, wir werden auch hier direkt anfangen. Weil jetzt sind wir gerade mal hier. Regenbogen 6 mit dem neuen Teleport Operator wird der Absturz schlechthin. Und einfach, weil du schlecht bist. Das auch, ja. So, warte. Wo sind die Zauber? Der Lähmungszauber, den muss ich ersetzen. Dann machen wir das eben fix. Dann haben wir nämlich den Bums schon mal gemacht. Eventuell sollte man auch vorher noch R2 drücken. Ja, instant ist das wie so ein warmes Bett, weißt du? Du hast das noch vergessen? Wie noch? Was meinst du? Der Abschuss wurde von Yubi schon lange eingeleitet. Ja, stimmt. Was will der haben? So, wir haben gute Laune. Der Release dieses Games war schon Absturz. Oder doch? Nee, so auf jeden Fall nicht. Eddie, schreib sie mal richtig. Hey, Ups, falsche Taste. Okay, irgendeine Klippe. Also ein Ding können wir übrigens sowieso nicht lösen, eine Quest. Weil man dafür den Endgegner besiegt haben muss. Das war nämlich das Ding mit der riesen Pagode. Da steht dann, wenn man nicht in G+ gegangen ist, steht dann da angeblich irgendwie ein NPC, den man anquatschen muss. Und dann gibt es irgendwie nochmal einen Kampf und bla. I don't know. Oh, was ist das? Ach, diese Scheiße schon wieder. So, also irgendwo hier soll eine Klippe sein. Naja, wir werden aber erstmal was anderes machen. Und dafür müssen wir nochmal in den Schrein. Reisen. Da. Tempel, Keller. Von dem Bray müssen wir uns nämlich jetzt diese komische Medizin abholen. Für diesen kranken Shenlong.
Release. Danke, Eddie. Gut gemacht, Eddie. Hust, hust. Yubi dachte sich bei Release von Rainbow, wir machen es anders als alle anderen. Wir machen es einfach so, dass wir es pro Update einfach schlechter machen und nicht besser, wie die anderen Entwickler, dass wir uns von der Masse abheben. Ja, funktioniert auf jeden Fall sehr gut. So, bevor wir uns das holen, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Ja, komm, wir machen Verteidigung. Der war gut, Fischi. Der war gut, ja. Ich erkenne Muster, Fleiß, Ubisoft ist ein schlechtes Vorbild, sucht ein anderes. Findest du? Ich 定是那老头欺负你了，好汉莫怪罪。我两个是旧相识，他的脾气我再熟悉不过。这牢笼神力仍在，就是馋我的丹了，拿去给他便是。Okay, das heißt, die hat er mir auf jeden Fall auch direkt gegeben. Verstärkt nach Verwendung. Ach so, das ist ja nur dieser temporäre Kopf wieder. Erstmal wieder alles kaputt machen. Verschwörungstheorie, jetzt Fleiß-Chefentwickler bei Yubi für Rainbow. Digga, dann ist der Laden aber so schnell dicht, da kannst du aber einen drauf lassen. Ne, das machen wir gleich. Wir machen erst das mit dem. Eigentlich auch nicht richtig. Fleiß Laune fängt schlecht an und wird dann noch schlimmer. Nö. Es kommt darauf an, was ich mache. Und ich warne Stream und YouTube schon mal vor, falls es irgendwie abrupt zum Ende kommen sollte, ohne dass ich Tschüss sage und ein Outro spiele, dann hat sich der PC wieder verabschiedet. Dann ist wieder zu warm. Bei Valo schon. Okay, wir müssen auf jeden Fall merken, Klippe. Klippe und Frucht. 如此可教，如此可教。得此丹药，便有了开秦的宝地的法力。这画中圣境，乃是我等合力打造的世外桃源。猴子既已归位，柳丁六甲也当重聚了。哈哈哈哈哈哈！Aber auch verständlich, da bekommt man ja beim Starten schon schlechte Laune. Fuck. Okay. Ich muss aber jetzt nicht wieder gegen den Boss kämpfen, oder? Wobei, hat er nicht gesagt, friedlicher Ort? Oh lol, guck mal, da sitzt der andere Affe auch. Ja geil, Alter, dann kann ich immer hier hin traveln. Sind die jetzt alle hier? Geile Meile, ja. Das ist gut. Gucken, ob der noch was zu sagen hat.
Mal eben hier meine Liste abarbeiten, ne? Ja, 多谢好汉，多谢好汉呐！此地风水极好，最宜炼丹，小神做梦都想回来这里。往后好汉可按时来收取丹药，是为小神答谢之意。 Bitte um ein Elixier. Erbitte neue hergestellte Medizin. Okay. Mhm. Hat der neue Gegenstände auch? Ne, hat er nicht. 吃药，吃药。若论出身，更不公。Hat da gerade links einer gehämmert? 小老弟今日弄点什么？嘻嘻嘻。自下界以来，日日借酒消愁，本以为再也见不到兄弟们，岂料。 还能回这画中宝地，如此避世之所，与众卿饮酒欢会，还取什么鸟劲？管他玉液琼浆、养老、野老，宽怀畅饮。嗯哼。Hat der irgendwas Geiles noch? Bro, wir haben 67.000. Woher? Naja, den Text hat er schon mal gesagt. <笑>现在我等兄弟姊妹往来无碍了。嘿，莫小瞧了我等，这一路的艰难险阻，若是无我等相助，你怕是也难走到头。 Liefere Samen ab. Okay, Entschuldigung, kriege ich wenigstens einen privaten Ort oder? Liefere Samen ab, die du auf deiner Reise gesammelt hast und lass sie im gemalten Reich einpflanzen. Möchtest du alle Samen abliefern? Ja. Haben doch sonst, denke ich mal, keinen Sinn, oder? Erntereife Kräuter. Jade-Lotus, duftende Jade-Blume, Süßholz und Enzian. Okay. Hm. Dann fange ich wohl doch wieder an zu looten, wa? Da hämmert doch einer. Ey, nee, aber... Nee, hier ist doch kein Bosskampf. Ich meine, gut, die Arena hier wird es anbieten, aber... Ich kann auf jeden Fall nicht anvisieren. Das ist ein krasses Schwert. Erinnert mich ein bisschen an die Doppelklingen von Radahn. Wobei, die waren definitiv mehr gebogen. Rüstung aufwerten? Hä? Lol, okay. Ah, guck mal, dafür kann man diese kalten Eisenblätter verwenden. Ja, GG, Digga. Und welche soll jetzt neu sein?
Die kenne ich doch alle schon. Okay, da habe ich immer noch... Achso, ich habe den Stahl ja auch nicht, also... Okay, den brauche ich auf jeden Fall nicht. Gut, den brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Unendliche Ressourcen hiervon? Ja, moin, Alter. Wäre schon lustig, da jetzt so ein Bosskampf. Ich glaube, das hier ist ein Bosskampf. Der taubstumme Maler Paul Ritter sagte einmal. Ja, ich guck mir den mal an. Vielleicht muss ich auch gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern was anderes. Okay, nein, er haut mir auf die Fresse. Oh, danke, Eddie, ne? Nee, nee, alles gut, ich gebe Eddie die Schuld. Okay, der Bro braucht definitiv mal eine Chillpille, ey. Zu früh, Alter. Liu Ding Liu Jia, zong bu zhi fu, gen ta bi, ni hai cha de yuan. Lian hao le zai lai. Okay. Ah, okay. Gut, merken wir uns. Ne, bei dem hatten wir alles gekauft. Na komm, machen wir das. Ich muss nämlich irgendwo relativ nah von dem Ding hier auch sogar einfach nur runterdroppen. Und da ist wohl der Typ, der für diese Siegel verantwortlich ist. Und der muss ich einfach nur auf die Schnauze hauen. Also ich krieg gar kein Key. Aber eigentlich sollte das direkt hier drin sein. Oder muss ich einen höher? Warte mal. Kann nur sein, dass ich einen höher muss. Oder war das hier draußen droppen? Nee. Nee, hier ist nämlich der Durchbruch.
Ja, und da... Digga, wie habe ich das nicht gesehen? Das ist mal no shit, Alter. Ja gut, es war halt auch scheiße warm, ne? Aber nicht konzentriert. Ey, muss ich gegen die alle jetzt kämpfen? Ich kann nur ihn anvisieren. Sieht der mich eigentlich schon? Ich habe das Gefühl, der beobachtet mich. Oder guckt der nach unten? Ich glaube, der guckt nach unten. Servus, Meister. Ich komme für Schläge. Lass das mal, okay? Ach, so ein Ding wird das jetzt, okay? Okay, alles klar. Wusste ich, dass ich einen Sniperkampf bestellt habe. Was ist das für ein dummer Kampf, Alter? Hä? Ja, natürlich, sicher. Direkt die nächste Lasershow, oder was? Dahinter stehen bringt also auch nichts. Hä, hey, was jetzt? Heilt er sich oder so eine Scheiße? Ich mach ihn jetzt platt. Ja, du bist ja blind. Wusstest du ja beim Disco-Kampf auch nicht. Was? Der Geist vom Hauptmann Lotusblick. Erhöht die Frostresistenz. Ach, die hätte ich eventuell früher gebrauchen können. Anlegen? Ach so, damit kann ich dann wahrscheinlich dahin fast traveln oder so, ne? Ja, aber reicht ja auch über den einen Punkt da. Ah, das hier war neu. Kann man direkt wieder wegbinden, die Scheiße. Was soll denn hier neu sein? Was soll das Rezept hier? Ich habe jetzt 4 Stück von denen. Okay, keine Ahnung. I don't know. Der Sniperkampf mutiert zum Disco-Kampf 2.0. Ja, dezent, ey.
Hä, wir waren jetzt neu hier. Den muss ich noch machen. Der hier, ne? Naja, das müsste der gewesen sein. Ich gucke aber lieber nochmal. Ja, ja, Lotusblick war das. Okay, da kann man lang. Hier ist wahrscheinlich zu. Lol, ich musste da ja damals drüber hetzen, stimmt. Gut, wir fangen aber auf jeden Fall erstmal von vorne an. Cool, jetzt darf ich auf jeden Fall nochmal hier durchlatschen. Das wird ja ein tolles Vergnügen werden. So, das... Ah ja, ich muss erstmal wieder runter, ne? Gestört werden gleich. Okay, die Zellen sind jetzt einfach offen, okay. Außer die hier, die ist zu. So, da hinten kam ich heraus. Erstmal looten. Finde ich nicht geil, dass er sich das Ding ins Ohr schiebt. Speie Flammen, wo Asche liegt. Achso, warte, ich gucke erstmal die Uhr. Okay. Kann ich es lesen, oder? Ja. Speieflammen, wo Asche liegt, denn der Ruhm ist bald versiegt. Der Auserkorene verwandelt sich in einen Rattenguai und greift Gegner an, während er heftige Flammen speit, die Gegner mit dem Brandfluch belegen. Fokus, der vor der Verwandlung aufgebaut wurde, kann umgewandelt werden. Okay. Schön, ja. Hab ich schon, Bro. Glaube ich zumindest. Mhm.
Schuhbeisperrspitze. Die gehen wir gleich aus. Boah, ich glaube, das wird eine krasse Waffe werden. Mal jeder Satz beginnt einfach mit Meister. Alright. Na gut. Dann geht der Schmerz von vorne los. Ach du Pissflitsche. Danke, Spiel. Gut, aber die haben wir ja aktuell eh nicht, die wir nutzen. So, da ist jetzt einmal der Lulli oben und einmal der Sniper da hinten. Mal lohnt das überhaupt hier reinzugehen?
Okay, da ist auf jeden Fall eine Kiste. Boah, die ist schon offen, ne? Ja, die ist schon offen. Hier hinten waren nur die Idioten. Da war also keine verschlossene Tür. Okay, da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Der Typ hat auch einen Geist. Kai. Joink. Joink. Ach, da ist noch einer. Alright. Gewährt bei erlittenen Treffern eine moderate Menge Fokus. Mhm. So, warte ich. Von hier kamen wir. Was war auf der Seite da drüben? Hier kamen wir aus, genau. Da konnte man nur droppen, ne?
Aber was war da? Da war doch gar nichts. Ich geh gucken. Der Tod wartet da unten. Hallo, kleiner Stricher. Dann bin ich wieder beim Anfang hier. Da waren die Lullis. Keine Ahnung, ob es schneller geht, aber ich bilde es mir ein. So, da hinten hatten wir jetzt alles geklärt. Hier hatten wir ja gerade den Rotz gemacht. Den Rotz hatten wir gemacht. Da sind wir gedroppt. Der Pfeil-Lulli ist nicht mehr da, warum auch immer. Ich hoffe, er spawnt jetzt nicht spontan. Ah, können wir nochmal reinglotzen. Da war der Kampf. Okay, das war my bad. Nehme ich auf meine Kappe, alles gut. Dafür habe ich ja den Tod addiert. Das war einfach schlecht gesprungen. Aber ich guck mal, ob ich nicht einfach einen höher traveln kann. Und dann gehe ich einfach von da aus zurück, weil der Weg ist, glaube ich, kürzer. Ich höre so im Stream, ich hoffe, er spawnt nicht spontan und dann im Chat einfach nur noch RIP plus 1. Weil du ein Antimate bist, Eddie. Oh, da wollte ich nicht nochmal runter. Okay.
Da war ja er, genau. Runter. Und ich glaube, hier war ja sowieso schon direkt das Ding, ne? Lüge, ich bin der beste Mate. Mhm. Ah ja. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Ich hasse diese kleinen Hurenkinder. Diese fliegenden Bitches, Die gehen mir so auf die Eier, ne? Das ist unfassbar. Da waren die beiden. Konnte man droppen. Da war dann nochmal diese Essenz-Scheiße. Das heißt, man kam so oder so auf jeden Fall von der anderen Seite. Da bist eher du der Anti-Mate. Allein wie oft du mich in Tarkov Arena schon umgeballert hast. Waren zweimal. Jetzt hol leise, Mann. Okay, und von da aus kamen wir. Oder wären wir gerade gekommen, wenn ich nicht so kläglich runtergejumpt wäre wie so ein Idiot. Das war schon mehr. Allein im ersten Stream hast du mich schon dreimal umgeballert. Halte ich für ein Gerücht. Hast du keine Beweise für, Junge. Das habe ich sogar extra nochmal angeschaut und gezählt. Ja. Hauptsache, du hast einen Schuldigen, ne? Wie keine Beweise, das VOD ist auf YouTube und der ist gelöscht worden. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich glaube, da gab es so einen Fehler. Das ist eigentlich noch mehr ein Beweis, dass du der Schuldige bist. Nee, da gab es irgendeinen Fehler mit dem Rendering. Keine Ahnung, muss YouTube fragen. Also mit dem Verarbeiten, nicht mit dem Rendering. Na
Okay, Hauptsache der Fall-Lulli ist noch da, ne? Wie, ich hab's doch auf YouTube schon gesehen. Ja, es gab da nachträglich im Verarbeiten noch ein Problem. Keine Ahnung, wie gesagt, fragt YouTube. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe gerade mit Support telefoniert, die sagen, dass du es manuell gelöscht hast. Kann nicht sein. Würde ich niemals machen. Das war dezent knapp. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Diese einen Typen, weil ich ja den Boss schon besiegt habe, oder? Der Typ war einfach unsichtbar, what the fuck? Oder weil ich den mit... Ja, aber nee, das mit dem Siege macht ja keinen Sinn. Das ist daran nicht, dass ich den Typen geholt habe. Servus. Fertig. Okay, wir sind beide eventuell dämlich. Komm, ich mach die Tür auf und dann kämpfen wir, okay? Ich sehe nichts mehr. Oh.
dann ist die Kiste einfach leer. Die Kiste ist einfach leer. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Okay, ich kann hier droppen. Aber wofür? Dann lande ich ja nur auf dem Lulli. Spaß. Tschüss. Aber ich gehe jetzt mal noch eine Etage höher und gucke von da aus, weil ich glaube, ich war ja da oder wäre da auch näher noch. Stimmt, da wäre was, ne? Aber Levelbegrenzung funktioniert nur, wenn man wenn man es nicht gebrauchen kann. So, war hier nicht damals auch so ein Sniper-Lulli? Überall nicht rein. Es geht. Alles fresh bei dir. Von da aus wären wir gekommen. Dann gucke ich jetzt noch mal eben, ob da hinten noch irgendwas aufgegangen wäre. Okay. Das währenddessen wegzuwechseln bringt also nichts. Da, die Kiste hatten wir aufgemacht. Da geht's nur runter. Hi, was geht? Da geht's da lang. Da könnte man rein droppen, aber die Frage ist, wofür? Ja, okay, alles klar. Oh, dann können wir hinter das Gefängnis auf jeden Fall auch einen Haken setzen. Oh. Habe ich das richtig gelesen? Leverkusen hat gegen Leipzig verloren? So, jetzt haben wir noch die Fuchsquest. Ja.
Und nach der Fuchsquest gehe ich erstmal pinkeln. Leipzig hat gewonnen, ja, mit 3-2. Hm, okay. Wie lange war jetzt Leverkusen ungeschlagen? Das wollte ich gar nicht drücken. Die leuchten auch nicht speziell, also... Warum jetzt? Ich bin noch von nichts gehittet worden davor. Warum verwandelt er sich von jetzt auf gleich dann einfach wieder zurück? Aber gesehen wurde ich ja vorher schon. Und beim letzten Mal kam ich mal eigentlich auch durch einfach. Bis, glaube ich, Europa League Finale gegen Atalanta. Ja, und in der Bundesliga? Ey, dass hier nicht so ein Räucherdingens ist, ne? So ein Schrein. Ist so bescheuert, ey. Ich hab nichts gesagt. Weiß nicht, was ihr meint. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach immer beschweren. Aber ich schieb's einfach darauf, wie gesagt, als ich gestern hier durchgegangen bin. Ich war so hart unkonzentriert, ne? Aber dann war ich ja anscheinend hier. Guck mal, Digga, selbst so eine Kiste übersehe ich, ey. Bundesliga waren die letzte Season ja ungeschlagen und haben das erste Spiel gewonnen. Okay, okay. Aber es trotzdem. Guck, da hinten war ich schon. Aber es ist trotzdem ein krasser Rekord, ja. Also alleine Bundesliga 35 Spiele ungeschlagen. Stabil. Okay, links hatte ich auf jeden Fall damals geguckt. Hatte ich da auch geguckt? Ich definitiv auch nicht geguckt. Loot mal die Kiste, Jungs, ne? Habt ihr ja nichts gegen, oder? Perfekt. Dankeschön. Da komme ich dann wieder in den Innenhof, ne?
Okay, der Hustle hier lohnt sich scheinbar nicht. Dann lassen wir es sein. Naja, nur für diese Essenz safe nicht. Ah, hier. War das nicht sogar der Typ, wo ich dann gestern gesagt habe, ich bin fertig für heute? Digga, er streichelt sich die Glatze, ich kack ab. Nein, das war der. Raureif, der Tag, den Tag verbracht mit Müßiggang, am Abend folgt die Reue dann. Der Außerkorone verwandelt sich in einen Mönch aus dem Meer, der mit dem Anmut eines Schneesturms zuschlägt und getroffene Gegner mit dem Frostfluch belegt. Fokus, der vor der Verwandlung aufgebaut wurde, kann umgewandelt werden. Naja, gut, aber welche Fähigkeit würde es ersetzen, ne? So, hier war nämlich der eine Sidequest-Lulli da unten, den habe ich ja besiegt. Da kannst du nicht rein. Ach, der respawnt. Ja gut, das wusste ich auch nicht. Mea culpa, wusste ich nicht. Dass der Dude einfach Bock hat, nochmal auf die Fresse zu kriegen. Ich weiß nicht, ob man da oben rein kann. Oh!
Nee, da oben kannst du nicht rein. Wo ist diese Fickpflanze? Da. Okay, da kannst du nirgendwo hin. Aber mich sieht doch keine Sau. Keine Ahnung, was dein fucking Problem ist. Hier vielleicht irgendwas Interessantes. Na, so ein Lulli. Und da ist auch nur eine Essenz. Vielleicht darauf verzichten. Ja, entweder komm hoch oder verpiss dich unten. Du Blindfisch, ey. Oh, kommst du nicht da durch? So ein Pech aber auch. Okay, ich cheese ihn. Da muss ich, denke ich, mal hin.
Wirklich jetzt? Okay, dann gehe ich doch erstmal auf der Seite hoch. Oh Junge. Ja, ich glaube, das ist auch der Typ. Ne, ist ein anderer. Ne, das ist das Pferd! Was macht unser Bray hier?曾在佛地修行， 连他的孩子也是菩萨的弟子嘞。 如今我皈依佛门， 也算是追随大王。 我劝老友， 就留在此地， 你我做个同门可好？ 那 jetzt endlich. 想当年，如今我劝老友。 Dann gehe ich doch erst die Kiste da holen, oder? Das ist einfach wieder nur so ein blinder Lulli. Das ist wieder so ein Gelöt.
ist auch wieder nur eine Essenz. Da kann man nicht rein. Da kommt aber jetzt kein Stein runter, oder? Wieder nur eine Essenz. Aber die können wir ruhig einfach mitnehmen. Okay, da ist auch nichts. Alles klar, Digga. Oh, Mikro, bitte. Warum geht das nicht? Ja.
Stellt bei erlittenen Treffern eine moderate Menge Ausdauer wieder her. Ja, das ist nicht schlecht. Aber hier ist doch nichts neu. Oder meint er, weil er das hier gebeinet hat? Ja, wahrscheinlich meinte er nur den Bind. Ach, das war der Lulli, den wir vorhin besiegt haben, ne? Ja, komm. Die beiden machen wir auf jeden Fall fertig. Na komm, wir machen das. Was hätten wir denn sonst noch? Hm, ja gut, die Aufladegeschwindigkeit. Können wir dann ja auch später nochmal machen. Dann können wir hier den Scheiß mal auch mal nochmal leveln. Aber da kostet immer jeweils jede Stufe 2, ne? Hier noch 1. Das können wir auch nochmal machen. Ja, habe ich gelesen, dass der Playtest endet. Okay, ich glaube, damit ist die Quest abgeschlossen. Dann können wir ja jetzt weitermachen. Hat der jetzt noch was Neues zu sagen? So, da müssen wir als nächstes rein, ne? Gibt wohl jetzt auch Belohnungen, die man sich abholen kann, noch bis zum Ende. Was muss man dafür machen? Irgendwelche Missionen, Herausforderungen, was im Prinzip dasselbe ist. Vielleicht spiele ich es bis dahin noch einmal. 8. September, sagst du? Ah, ist ja noch knapp eine Woche.
werde ich da wahrscheinlich nochmal reinlunzen. So, hier waren nur die Typen nochmal, ne? Ja. Kann ich von hier aus auch direkt angreifen? Nee. Wo sie sich einfach einloggen und einsammeln, so wie ich es verstanden habe. Ja, gibt was vom 30. bis 1. Dann was vom 2. 3. Okay, also täglicher Anmeldeboni einfach. Also muss man sich so dreimal einloggen, wie ich das jetzt verstehe. Habt ihr einfach mal ein Bild geschickt? Alles klar, perfekt. Danke. Erhöht die Brandresistenz moderat. So, jetzt wäre ehrlich gesagt so ein Schrein mal wieder ganz nett. Nochmal zwei von denen, ich kotz ab, Alter. Da ist aber nicht zufällig so ein Schrein drin, wenn ich alle besiegt habe, oder? Ich würde ehrlich gesagt eher auf Nein tippen. Ja, halt gegen beide kämpfen, Alter, ohne irgendwelche Zauber. Finde ich ein bisschen dämlich. Und jetzt jedes Mal bis hierhin dann wieder. Ist doch auch Schwachsinn. Ja gut, wenn ich nur einen getriggert habe, dann probieren wir es einfach. Müssen wir einfach geduldig spielen. Thank you.
Komm mal raus aus der Ecke, Kleiner. Ja, guck nicht so scheel, Alter. Komm jetzt her. Chillig. Hier gibt auf jeden Fall nichts außer Geistessenz. Dauert zu lang. Dann mache ich lieber auf die altbekannte Methode. Macht er dann, okay? Beide nichts. Da ist nochmal so ein Pisser. Ist dahinter vielleicht was? Ey, das Ding ist, die können doch jetzt nicht die ganze Zeit von einem verlangen, immer bis hier hinzukommen. Das können die nicht ernst meinen.
Kannst du eh nicht lang. Guck mal eben sneaky da oben, was da ist. Ansonsten kämpfe ich mal gegen den Typen. Wenn da jetzt nicht so ein Schwein ist, dann kämpfe ich einfach gegen den Typen unten. Oh, perfekt. Ich muss eben meine Liste hier aktualisieren. Das heißt, das Einzige auf meiner To-Do ist jetzt noch diesen einen gefesselten Lulli von gestern noch wegräumen. Ja. Apropos wegäumeln, jetzt äumel ich erstmal den Typen da unten weg. Ich glaube, runter macht das keinen Sinn. Mit dem schneller sein dadurch. Komm, die nehmen wir mit. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen an Fokus. Und dann geht's jetzt gegen ihn hier. Erst Porträts gucken. Erhöht nach dem Einsatz von Felsenfest die Schadensreduktion für kurze Zeit moderat. Mhm. Hier mache ich aber noch nicht weiter, weil ich denke mir mal, dass hier nämlich das Finale von dem Kapitel ist. Deswegen gehe ich jetzt erst nochmal runter, hau erstmal dem einen Typ noch auf die Fresse. Ich glaube, hier war das. Und da muss ich überlegen, wo die Fuck-Pflanze sein könnte.
Auf jeden Fall irgend war es eine Pflanze oder so. So, jetzt ist das Problem, ich weiß nicht mehr, wo ich lang musste. Ich glaube hier, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir dann nach dem Kapitel den Fuchs behalten dürfen. Ich vermute ehrlich gesagt nicht, dass ich den behalten darf. So, die Zauber hebe ich mir alle für die zweite Phase auf. Er hat halt leider ein sehr schnelles Movement, ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen den kämpfen soll. Guck dir das an, Alter. Aus dem Nichts macht er die Scheiße plötzlich. Der kriegt sich auch nicht ein. Das wollte ich machen. Habe ich noch Mana? Ja, ein bisschen. Nein! Nein, komm, Alter! Ja, lächerlich, Alter. Es ist so fucking lächerlich, ey. So ein Schmutzgegner, ey. Thank you.
Guck mal, das hat er vorhin nicht gemacht. Ja, klar. Ja, Bro, komm, Alter. Irgendwann ist doch mal gut mit Cheaten, oder? Wusste nicht jetzt, ob er jetzt nochmal tritt. Der Typ, Alter. Der eine Move von dem hat einfach alles kaputt gemacht, ja. Thank you.
Wirklich? Ja, okay, alles klar. Dann sag mir halt nicht mal mehr per Sound, dass mein scheiß Hurensohn-Gegner jetzt Bock hat, mir wieder auf die Fresse zu kloppen. Ja, natürlich. Plötzlich ist es eine Vierer-Kombi, oder was? Gut, waren drei, ich weiß. Ja, komm, wann soll ich mich denn heilen, Alter? Das ist einfach ein Witz. Sorry, aber das ist ein Witz, ey. Musste die Scheiße kaufen gehen, ne? Wir probieren es mal so rum. Nee, sorry, ey, das ist ein Witz, Eddie. Der Typ ist einfach ein Witz. Es kann doch nicht sein, dass der immer mit irgendeiner neuen Scheiße ankommt, Alter. Und vor allen Dingen, er spammt dich dann irgendwann mit einem scheiß Move zu, wo dich jeder Hit einfach komplett aus dem Leben nimmt. Und wenn du dich healen willst, macht er einfach direkt den nächsten Move. Schau,随意，爽到要紧。天上宫阙，回不去喽。披挂兵器，尽可所求。 多挨两下。
未尝不可。 Marty, was geht? Was ist da los? Was meinst du? Das wollte ich nicht, auch nicht. Was geht denn noch hier? Ach, das bezieht sich immer nur aufs volle Leben. Ah, toll, Alter. Das ist eh schon drin. Ich lasse das in dem Dingen drin. Das könnten wir nehmen. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? 43%? Dann würden wir halt wieder Mana bekommen, ne? Wo muss ich denn jetzt die Scheiße machen, damit der die Dingens in der Nähe heilt? Seit wann bin ich VIP? Seit letztens. Kann ich eh nicht. Warte mal. Ist das jetzt ein automatischer Effekt, der da drin ist? Ja, okay, ja, hier. Okay, ja. Alles gut. Und die hat auch ausgerüstet, ne? Bei sehen tue ich sie nicht. Also nicht ausgerüstet, ist gut. Ja. Dann glaube ich nämlich aber eher den, oder? Weil da habe ich 6, da habe ich 8.
Ich habe zu früh R1 gedrückt. Deswegen ist er jetzt die ganze Zeit nicht gerannt. Unfähig. So ein guter Name für den. Ha!
Lappen. Okay, die. Okay, aber dann denke ich mal nicht, wenn wir hier bei 3 von 5 erst sind, dass da oben dann doch schon der finale Boss wartet. Erhöht den Angriff, kritische Trefferchancen und kritischen Trefferschaden leicht, verringert das maximale Mana jedoch stark. Aha. Okay, warte mal. Erstmal soll der aufhören, andauernd das Hut wegzumachen. Das kotzt mich an. So, danke. Jetzt brauchen wir einen Referenzwert. So, passt auf. Wir machen das jetzt so. Ja, so machen wir es nicht. Okay, warte. So, jetzt ist ungefähr die Spitze von dem Mana-Balken an dem Ast. Okay, der nimmt mir quasi den kompletten Ast. Erhöht Angriff, kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden leicht. Okay. Ja, das ist aber sau wenig, was der mir dafür gibt. Also fuck you, Digga. Oh, neue Samen, nice. Ich glaube, der Game Changer jetzt in dem Kampf war einfach das Aufstocken der Werte von meiner Rüstung. Ich glaube, das war der Game Changer, nichts anderes. So, warte mal. Was hat der vorhin nochmal für einen Text gedroppt? Irgendwas mit Bach und dass man da runter droppen soll, ne? Oder war es nicht ein Bach, sondern ein Fels? Ach, cool, danke. Eigentlich wollte ich nicht runter, aber... Aber gut, vielleicht sind wir ja hier richtig. Aber das Ding ist, das war ja was richtig Tiefes, ne? Weil der hatte ja gesagt, von wegen, er ist zurückgeschreckt davor. Aber vielleicht ist das ja da hinten die Ecke. Das wird unsere motivierte Pflanze. Ah, chillig.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der von der Scheiße hier gesprochen hat. Und da konnte man ja auch runterdroppen. Da hinten ist auf jeden Fall nichts. Na, da kann ich auch nicht hinspringen. Also das ist ehrlich gesagt das Einzige, was für mich Sinn machen würde, dass ich hier hin muss. Aber hier ist nichts. Und kann noch dahin. Da könnte ich runterdroppen, glaube ich. War hier nicht auch so ein Dingens, so ein Schrein? Ja. Stimmt, und dann bin ich, glaube ich, zurückgereist. Und hat noch gesagt, ich glaube, dass hier safe ein Boss ist. Aber hatte ich den Boss gemacht? Mal sehen, tue ich hier nichts mehr. Finden wir es raus. Ne, hatte ich nicht gemacht.三番两次是你，竟都是不分好歹的愚善。大哥也有看走眼的时候，小小伎俩便能轻松骗来，你根本做不成天命人，还是早登极乐吧。我来，我来，我来，我来。 Da ist er, hä? Bist du mal fertig jetzt, Alter? Junge, was ist denn das? Der kontert sämtliche Zauber, die ich mache. Ist das affig, Alter. Ah, affig. Entschuldigung. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Jetzt einen auf Doppelmoppe hier oder was? Ja, natürlich. Wie viel habt ihr der Kamera bezahlt, ihr Wichser?
klar. Nee, kannst auch wegbleiben, alles gut. Und ich vermute mal, dass hier jetzt dann das wächst, was der Typ haben wollte. Ich habe auf jeden Fall irgendwie gerade ein Achievement bekommen, was von wegen Melonenfrucht. Und ich glaube, Melonenfrucht war doch der Scheiß, den er fressen wollte. Und wie gesagt, das ist die einzige Klippe, die, glaube ich, hier in dem Gebiet ist. Gorai有慧根，放松些，这里可没有假道场的絮絮叨叨、打打杀杀。 好瓜熟了。嗯，嗯，尝尝。 Ja, aber bestimmt nicht von der Melone, die du gerade angeknabbert hast, Alter. Gute Essensverschwendung. 当年孙悟空就是用它炸了我那小童。来，进前来。哎， den Move will ich auch haben. 行到这里，有一样他俩都不会的本事，我可传授于你。Ah, cool. In der Melone poolen kann ich auch. Antizauber bindet Zauber, Gefäße, Verwandlungen und Seelenfertigkeiten, um den Angriff zu verstärken und Gegner mit reiner Kampfkunst zu bezwingen. Okay, das heißt wahrscheinlich, wenn der Gegner sich irgendwie verwandeln würde oder irgendwelche Abilities nutzen will, kann ich den Antizauber nutzen, damit wir uns nur 1 gegen 1 aufs Maul hauen. Würde ich jetzt so verstehen. Aber ich glaube, bisher hatten wir doch keinen. Okay, also gilt nicht für Gegner. Ist das ein Zeichen, dass sowas kommt? Ich glaube, ich habe es einfach nur falsch verstanden. Okay, also sehe ich das richtig? Ich kriege jetzt keine Melone und habe die Quest mit dem Lulli da hinten vorangetrieben, oder... Ja, okay, ein König hier noch. 2 Lullis.
Normale Gegner haben wir alle. Drei Charaktere noch, aber... Ja gut, wahrscheinlich einer davon ist halt dieser Hu-Typ. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder haben wir den schon? Nee, den haben wir noch nicht. Aber wir haben halt zwei Orte noch nicht gefunden. Entweder sind die sehr nah hier beieinander. Aber ja, aber irgendwie hat auf jeden Fall dieser kleine Pisser was von einer großen Pagode erzählt. Deswegen werde ich da gleich mal hinreisen, aber ich dachte, das ist erst, da kommt erst der Typ hin, wenn man irgendwie den Endgegner besiegt hat oder so. Ja, aber anscheinend war das nicht das Rätsels Lösung. Reisen wir mal hin. Stehen tut hier keiner. Okay, jetzt vielleicht draußen einer? Ist immer noch kein Bossgegner. Das ist ja wieder der Bums da. Aber der Typ ist auch komplett weg.
Das heißt, wahrscheinlich trifft man den irgendwo an einer anderen Stelle oder so. Gucken wir jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Anti-Zauber kurz an. Ja, okay, das wäre als Pendant zu lähmen. Ein Offensivzauber, den der Auserkorene aktivieren kann, indem er auch das auf die Hand flippt, bla bla bla. Er verstärkt den Angriff beträchtlich. Check. Während der Zauber aktiv ist, strahlt das Zeichen ein beständiges goldenes Leuchten aus und bindet den Einsatz anderer Zauber, Gefäße, Verwandlungen und Seelenfertigkeiten. Im Kampf gegen schwierige Gegner, die das Wirken von Zaubern einschränken können, kann dieser Zauber einen unbehofften Vorteil verschaffen. Bro, das heißt... Ach, das ist wahrscheinlich das, was ich halt andauernd gesehen habe, wenn der Zauber instant gebrochen ist wieder. Dass das wahrscheinlich einfach ein Gegner ist, den man nicht verzaubern kann. Aber manchmal ist der Zauber doch auch einfach so gebrochen. Mhm. Ja, können wir auf jeden Fall auch mal hier so ein paar ausprobieren. Aber scheiße, Digga, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Typen quatschen, oder was? Den Lulli da hinten. Ach so. Weswegen jetzt? Ah. Scheißen wir jetzt drauf. Ah, guck mal. Kann man nochmal interagieren. Ah, okay, ich habe aber die Rarität bekommen. Kann ich mich dadurch... oh, warte mal, das Ding war wahrscheinlich auch ultra strong, ne? Noch dazu. Erhöht die Dauer von Verwandlungen moderat. Ja, cool, aber dafür kann ich mich nicht mehr in einen scheiß Fuchs verwandeln, ne? Ah, okay, hier. Warte, so. Dann haben wir den Abschnitt, glaube ich, komplett. Dann haben wir noch zwei Charaktere. Einmal diesen König, zwei Oberhäupter. Und ja. Brauchen wir ehrlich gesagt nicht nochmal. Komm, wir machen den Scheiß jetzt voll.
Oh, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das werden wir als nächstes leveln. Okay, das heißt, wir werden bei Kampfkunst die drei hier durchleveln erstmal. So, und das war ja der Eingangspunkt hierhin. Ach ja, jetzt kann ich mich ja nicht mehr verwandeln, ne? Supi. Halt's Maul. Auf jeden Fall hochgelatscht, aber bin ich hier noch hochgelatscht? Daneben, daneben. Nö, bin ich nicht. Das ist auch nicht die Klippe, die gemeint war. Ich war ich aber auch. Hier war doch der Frosch, oder nicht? Ja. Hier hatte ich den Frosch aufs Maul gehauen. Hier auch irgendwas? Hier saß der Typ, von wegen mir ist kalt. Konnte man nicht in sein eigenes VOD-Nummer reingucken, was der Typ sagt? Warte, ich check das mal eben ab, YouTube.
Kein Plan, wie ich das nachgucken kann. So, verwandeln kann ich mich ja eh nicht mehr. Da warte, und über die Brücke sind wir gegangen. Ach, das ist nur der Weg, okay. Danke für die Essenz, Idiot. Da habe ich ja gerade den Blinden weggeklatscht, ne? Ja, guck, da ist nämlich der wieder. Das heißt, hier geht's ja nur zum Tempel. Da sind die beiden Idioten wieder. Habe ich den Riesen weggeklatscht. Da hinten war der Schrein. Das war hier. So ein Knecht wieder. Was ist das da? Ach, ein Schrein. War das der Schrein, von dem ich vorhin kam? Muss ja, ne? Ich meine, das war der. Gegen den hatte ich aber auf jeden Fall auch schon gekämpft.
Da ist ja wieder der Lulli, ne? Ja. Da war ich auch schon mal oben. Da bin ich auf jeden Fall auch gewesen. Nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dann知道炼几为险，多天地之秀气，才日月之华金。内敛承担，外敛惩罚。 妙哉妙哉，世间真奇不过如此。一粒金丹一因果，我命由天不由我。啊。 一分耕耘，一分收获。 Kann ich ihm vielleicht was Neues in die Hand drücken? 哎呀，老夫孤孤单单，春生夏长，秋收冬藏，你等着便是。嘿呦，老夫的手艺尽管放。余生在此安身。 So, ich probiere nochmal gegen den hier.
Ah, dann halt nicht, ja. Ich habe den Punkt aber abgezogen bekommen dafür. Fühle ich. Nice, ich kriege immer die Punkte abgezogen für die Abilities. Aber sie kommen dann nicht. Ja, okay, cool. Der Schlag ist auch wieder daneben. Alex, was geht? Ja, und bei dir? Was geht, Luis? Der Typ ist einfach zu krass. Keine Ahnung. Aber 2 Wochen im Urlaub, jetzt muss der ganze Brainrot raus, den ich nicht rauslassen konnte. Gönn dir, gönn dir. Ich habe wahrscheinlich aber keinen Eintrag zu dem Typen, ne? Na. Das heißt, ich kann nicht mal gucken, Alter, wo die Quest weitergeht. Alex wird schon die ganze Zeit geärgert. Die Boys wollen wissen, wie Once Human ist. Also als ich es damals in der Beta ausprobiert habe, fand ich es mega. Und es ist halt free to play, also könnt ihr einfach ausprobieren. Wenn es Müll ist, dann könnt ihr es auch wieder deinstallieren. Keine Ahnung, wo ich da hin muss für. Der hat die Rip-Eye-Roll schon tief im Arsch. Na gut, vielleicht kommt das aber auch erst noch. Oder er sitzt wieder an derselben Posi wie beim ersten Mal.
Wo warst du denn im Urlaub, Luis? Wahrscheinlich komme ich von hier aus nicht mehr darüber, ne? Oder eigentlich wollte ich da hinten hin. Der hat sich in deinem Schrank für 2 Wochen versteckt, dann ist es ja kein Urlaub. Weil da ist er immer drin. Läuft das Game gut? Hast du schon in Real-Life-Erfahrung wie ein Monkey auf den Ball zu springen? Hey, du meinst Rocket League? Ja, ja, passt. Ne, das Game ist mega. Hat zwar hier und da auch seine Macken, beispielsweise, dass das Healen halt einfach arschlangsam und verzögert ist. Und dass das Game keine Map hat, nervt mich. Aber ansonsten ist es cool. Sieht mega aus. Sounds sind super. Combat System ist super. Sehr vielfältiges Game. Also ja, definitiv eine Empfehlung. Bro, der beleidigt dich, bums ihn. Mach ich, wenn ich ihn dann IRL sehe. An den Dingen war ich auf jeden Fall schon zu meditieren. That's crazy. Und hier komme ich ja nur zu dem nächsten Dingen da, ne? Oder war hier nur Dead End? Ne, warte mal, ich kam hier nur wieder zurück, genau. Na ja, dann gehe ich jetzt in den Tempel rein. Gucken wir mal den Typ noch ein bisschen an. Weil schaffen wir ihn ja auch.
Hier war nichts drumrum, ne? Na, da geht's nur runter. Was in Spanien? Mega. Direkt Sonnenbrand geholt. Ja, das wundert mich nicht.山下却遭着苦困天灾，他说凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上？其他人就只配磕头烧香。我说因为他们不如你。后来他犯了大错， 重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的都是废物，信什么狗屁如来，不如我自己来。 Oh shit, jetzt bin ich in seinem Sex-Dungeon. Können wir nicht kämpfen in deiner ersten Form? Ich glaube, ich weiß jetzt, was der meinte mit von wegen nicht zaubern. Okay, doch, den kannst du wohl verzaubern. Hilfe! Yeah.
Nein! 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 Ach, Junge, ich warte mit dem ersten Lähmungszauber. Wusste es. Nein, 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 das wusste ich nicht. Ich hab nicht hingeguckt. Okay, warten, warten. Lähmung ist gleich da. Ja, jetzt warten wir sowieso. Nein, 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 nein. Beruhig dich jetzt. Chill. Ich hasse dich, Alter. Ich hasse dich so unfassbar abgrundtief, ne? Teleportier dich nicht, wenn ich meinen scheiß Wichsschlag mache. Er hat eine zweite Phase? Hat er mich jetzt getötet damit? Nee. Hä? Was passiert hier? Ich verstehe nichts mehr. Ah. Gott, ist der hässlich. Mach den Beutel zu, Alter. Ich vermute, dass das jetzt das Gebiet von Kapitel 4 ist.
der schon wieder? Das ist das dritte Aufeinandertreffen dann gegen ihn. Ich will nicht wissen, wie lange du schon hier drin bist. Guck mal, Alex, was bist du? Gott, bleib doch stehen, Alter! Ne, er hat ihn aufgehalten. Übertreib's nicht. Jetzt muss ich mich durch den scheiß Minitempel auch noch kämpfen, oder was? What the fuck?
Ja, muss ich wirklich. Ey, aber ist doch geil gemacht, oder? Ist die Frage, ob ich jetzt gleich nochmal gegen den fetten Buddha-Spaß kämpfen muss, oder? So demoliert wie die war die Arena vorhin aber nicht. Ich kann auf jeden Fall keinen einzigen anvisieren. Ich kann auch nicht springen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen schweren Angriff auch. Jetzt komme ich mir vor wie ein Elden Ring. Lass ihn erstmal ausreden. Ich glaube, dass wir gleich noch irgendwie so eine fette Explosion machen. Wegen dem rechts unten da. Gefühlt fühlt sich das die ganze Zeit. Ich muss aber gleich nicht jeden Scheiß wieder von Null machen, oder? Hä, aber was soll ich gegen ihn tun? Hä? Keine einzige Attacke macht ihm ja Damage. Okay, wenigstens ist es ab hier. Oder ich muss ihm einfach nur genug Damage gemacht haben. Warte mal. Ja.
Ja, ich muss ihn einfach nur oft genug getroffen haben, okay. Ich kann nichts machen. Ach so. Zehn Hits. Schon eine Nummer. Dezent, Alter. Bro, ich hab zweimal gedrückt. Alle bereit? Abflug. Ja, klar. Nice, Digga. Oh, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich einfach. Warte mal. Ich probiere gleich mal was. Wenn der golden ist, warte ich, dass der Lähmungszauber fertig ist. Oh.
Okay, das bringt nichts. Nein. Ja, bitte, cheate mehr, du Hurenkind. Weil du sonst nichts im Leben kannst. Alles klar. Ja, okay, alles klar, cool. Cool, 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 cool. Ich kann nichts machen. Ah, cool. Hab mich geirrt. Verkloppt die, die dumme Sau! Egal. Was für ein Vollspastkommando war das denn, Alter? Klar, sagte er, Alter, und kam mit 80 Milliarden Blitzen um die Ecke. Tschüss. Weniger Meckes, Kollege. Hi, was geht? <笑>真野兔早先拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天袋儿变成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样。 Das hätte er mir nicht vorher sagen können? Digga, die sind genau gleich groß. Rechts Alex, links Space. 不能，你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得。Der Affe hat einfach Sonnenbrand. 这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿世俗淹死是小，大师兄的东西若是丢了，再找寻起来就难了。你那九齿钉耙。 Das ist eher eine Gartenschere. Oder eine Hake vielmehr. Ein Zauberstab! Er ist Harry Potter! Ich wusste es. Und du bist der Spieler, Char, weil du genauso ein Affe bist. Und so ein Eddie.
Also der Boy weiß, wie man angelt. Wo ist jetzt mein Relikt? Ich habe dafür bezahlt. Gib her jetzt. Du machst genau dieselben Sounds auch mit deinem Giant Tekken. Das nennt man Kampfkunst, Eddie. Na, guck mal, Eddie, bist du. Und das sei der Schweiß, den du in Rainbow schon verbraten hast. Und das ist dein drittes Auge, alias deine Cheats. Ja klar, Giz alle voll. Ach so. Okay, Entschuldigung. Aber im Inneren bin ich voller Reichtum. Oh Gott, Digga. Warum glaube ich, dass der den jetzt irgendwie, wenn der pennt, aufschlitzen wird? Okay, er wartet nicht mal, bis er pennt. Perfekte Beispiel für die Gier der Menschen. Nur leider sind die so dämlich und haben nicht weitergedacht. Denn jetzt haben die keinen Nachschub mehr. Hätten die den leben gelassen und immer wieder gefüttert, hätten sie immer wieder Nachschub bekommen. Perfekt, und dann werde ich durch die Gier der Menschen getötet. Guck mal, der redet sogar genau wie du. Geil wäre gewesen, hätte er geschrieben, sprich Deutsch. Ich
Ey, aber ich sag's, wie es ist, dieses ganze Szenario jetzt mit diesem Buddha. Okay, warte.那些个星君魔将高僧大等一个个乱了性情坏了道心真是因为放不下心中的偶像<笑>你一路迎霜冒雪可曾嗅到 使人痴心破灭的味道。 Dieses ganze Szenario jetzt rund um, um diesen, ich sag jetzt falschen Buddha, weil ist ja für mich dann kein Buddha. Er ist so einfach geil gemacht. Du gehst halt in die Arena rein, du kämpfst erstmal gegen den Typen, wirst dann, wenn du eigentlich gewinnst, wirst du in seinen Beutel reingeschmissen, musst gegen diesen anderen Lutscher nochmal kämpfen. Wenn das fertig ist, wirst du aus dem Beutel gezogen, wirst in so eine kleine, ja, wie soll ich es jetzt nennen, Miniatur-Tempel-Schisselbums geworfen, musst erstmal ein paar Ads wegklatschen, Alter, und kämpfst dann nochmal gegen den Buddha. Ey, was willst du mehr an Inszenierung haben, Alter? Das ist mega gemacht. Kosmosstrahlung. Kann zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt eine Rüstung. Auch zur Herstellung von Waffen. So, dann müssen wir wieder mit L2 zoomen. 没人知道他究竟在想什么。一纸禁书令，父子反目成仇。他誓不与妖为伍，愤而离家，再也没回去过。如今因旧怨落困牢狱，才又念起故乡。可没了故人。 有哪儿有故乡？雪山大士舍全身求半迹，故能正成佛果。不似这般，怎能当得鼻祖？天生圣人若不敬天，孤高自傲，任意妄为，那又何来四海升平？ 三界清净。西天拜佛，山高路险，除了几位徒弟，还有六丁六甲、五方揭谛、四只公曹，已是八位护教伽蓝保守唐僧左右，他们各有神通。你若见到，亦可多加来往。 北方有个真武，号荡魔天尊，昔年奉玉帝敕旨，剪发天下妖邪，龟蛇二将乃其左右侍从。可惜如今，龟蛇不再能合行，真武徒胜虚名。那 dann haben wir alle, ne? Haben wir hier schon nah dran, ja. Ja, sie jagt nach Düften, wie der Verstand nach Ekstase, verbessert die Fähigkeit, versteckte Zutaten in der Wildnis zu finden. Okay, vielleicht für kurze Zeit einen moderaten Schadensbonus, nachdem ein Zauber gewirkt wurde. Das finde ich geil. Vor allem, wenn ich meinen Lähmungszauber benutze. Im Feuerkreis können bis zu 4 Fokuspunkte aufgeladen werden. Ich nutze den sowieso nicht. Erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit nach dem Ausweichen moderat. Aber ich glaube, ich würde eher das nehmen.
So, wir wollten hier erstmal durchskillen, ne? Oder soll ich erstmal hier raufgehen? Wobei, damit kommen wir ehrlich gesagt gut hin, ne? Danke, Mikro. War ganz wichtig, dass... Ja, verstehe ich, klar. Ah, das ist neu. Erhöht den Angriff nach dem Sieg über einen Gegner für längere Zeit. Kann ich nochmal meine 2 Punkte wieder haben? Ja gut, kann ich. Aber dann müsste ich ja alles resetten. Da habe ich keinen Bock drauf. Jo, Moment. Ah, wir haben das auch noch gekriegt. Angelegter Effekt? Keine. Chillig, chillig, chillig. Ich guck mir mal die Demo an. Mhm. Ja, gut. Da bin ich echt gespannt, was wir hier wieder für einen neuen Schissel machen können, ne? Auf dem goldenen Hügel wachsen die Bäume mit Herzen aus Gold, die zur Herstellung von Waffen genutzt werden können. Okay. Sag doch direkt, du nimmst so viel Drogen. So, Moment. Hier waren wir stehen geblieben. Dann einmal hier. Dann hier. Dann hier. Da. 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 Der ganze Abschnitt. Und dann sind wir auch schon durch. Ach hier, das war doch der Typ, der uns in dieses Schneegebiet eingeleitet hat, ne? Der uns dann ja auch über diesen zugefrorenen See führen wollte. Wo wir als Belohnung einfach Schläge bekommen haben. Okay, der Typ, der hier noch fehlt, ist der Lutscher mit dem Hut. Keine Ahnung, wie ich an den drankommen soll. Und ich vermute, dass, das war nämlich das, was ich noch sagen wollte, dass der Typ, der hier noch in der Zwischen fehlt, wahrscheinlich der Typ von der Pagode ist. Von der großen Pagode. Die kannst du aber erst nach dem Hauptspiel und vor dem NG Plus machen. Also meine ich zumindest. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Aber das Ding ist, wir haben immer noch 2 Meditationen, aber ich vermute, die sind wirklich sehr nah beieinander. Naja. Aber ich bin auf jeden Fall... Für mich persönlich bin ich mit dem Gebiet durch. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch hingehen sollte. Deswegen werde ich, bevor wir die nächste Session haben, werde ich mal nachgucken, wo ich da noch hin muss. Ob ich recht habe mit dem einen Eintrag noch. Und vor allen Dingen, was jetzt mit diesem Lutscher mit dem Hut ist. Gut. Also YouTube, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich mich wieder über dieses Spiel ärgere. Ja, heute ging es ja eigentlich. Oder? Oder war ich zu streng? Aber wie gesagt, die Bosskämpfe hier... Die sind teilweise einfach so insane geil inszeniert. Und hier bei dem Endboss von dem Kapitel jetzt bin ich auch der Meinung, war auch gut inszeniert für auch den richtigen Gegner. Nicht so wie im 2. Kapitel mit diesem komischen Fuban-Käfer, der eine fett geile Cutscene bekommt. Oder zumindest eine sehr geil gemachte Cutscene. Und dann ist der einfach so ein Lutscher. Naja, egal. Genug gehatet. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Session von Black Myth Wukong wieder. Bis dahin, haut rein. Peace.